Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Eigentlich wollte ich dieses Video heute bei Sonnenuntergang drehen, da es jetzt gerade so 20 Uhr ist. Ich mir dachte, eigentlich muss die Sonne gleich untergehen. Es würde total schön aussehen mit dem Hintergrund. Aber irgendwie gibt es keinen Sonnenuntergang heute. Es ist nicht schön. Aber egal, trotzdem möchte ich heute ein Video für euch filmen, euch dabei helfen, euer Jahr bzw. eure ersten 6 Monate dieses Jahres zu reflektieren, zu überdenken und die nächsten 6 Monate zu planen. Ich habe das nämlich gestern gemacht und habe dort einige Sachen aufgeschrieben über dieses Jahr. Und mir sind sehr viele Dinge wieder eingefallen, die ich schon vergessen habe. Dann als ich überlegt habe, dass ich diese Reflexion machen möchte, habe ich irgendwie gedacht, dass es nicht so viele Dinge gibt, die ich irgendwie aufschreiben kann. Also nicht so wirklich Highlights oder Gewinne dieses Jahres oder tolle Dinge, die passiert sind. Aber als ich mich wirklich hingesetzt habe und überlegt habe, sind mir wirklich viele Dinge eingefallen, über die ich mich sehr freuen kann, für die ich sehr dankbar bin. Und deswegen möchte ich heute mal dazu anregen, das Gleiche auch für dich zu machen und deine ersten 6 Monate ein bisschen zu reflektieren und vor allem auch die nächsten 6 Monate zu planen. Und mal kurz innezuhalten und dankbar zu sein für die Dinge, die wir dieses Jahr schon erleben durften. Das Video wird aufgeteilt sein in mehrere Schritte, die wir durchgehen. Also erstmal kommen die Reflexion, dann die Planung und dann noch einige Tipps, die man noch machen kann. Also so einige Übungen, mit denen man das Jahr am besten reflektieren kann bis jetzt. Ich wollte die Reflexion sehr positiv starten und habe daher angefangen, Dinge aufzuschreiben, die ich dieses Jahr gut gemacht habe. Also sozusagen meine Erfolge und Gewinne dieses Jahr und habe dort einfach eine ziemlich lange Liste gemacht, würde ich sagen. Also das ist einfach diese ganze Seite hier. Ich denke mal, ich werde das so ein bisschen auspixeln, wegpixeln, verpixeln. Also ich habe durch meine ganzen Fotos durchgeguckt, auch teilweise durch Chats, durch meinen Instagram-Account. Dann habe ich auch meine Tagebucheinträge gelesen. Und ich mache auch jede Woche so eine kleine Wochenreflexion und schreibe jede Woche auf, was in der Woche gut war, was ich besser machen könnte. Falls du das auch machen möchtest, würde ich dir da sehr meine Sonntagsroutine empfehlen. Dann habe ich das Ganze mal gezeigt, wie ich das genau mache, meine Reflexion, und dort einige Tipps noch mit auf den Weg gegeben. Und außerdem habe ich auch noch zu den ganzen Gewinnen und Erfolgen, habe ich auch noch meine Happy Moments aufgeschrieben. Also sozusagen einfach Momente, in denen ich glücklich war. Dinge, die gut waren, die mir Spaß gemacht haben, weil ich finde, dass es eigentlich genauso wichtig oder vielleicht sogar noch wichtiger ist, als die eigentlichen Erfolge. Beispielsweise habe ich als Erfolg auch geschrieben, dass ich jetzt Koreanisch unterricht nehme seit Januar und dort jede Woche Sprachtraining habe. Ich habe außerdem auch noch ganz viele koreanische neue Freunde gemacht, was total cool war. Dann, ich wurde geimpft dieses Jahr, worüber ich mich sehr gefreut habe. Ich habe 15 Bücher dieses Jahr schon gelesen und ich will dieses Jahr jetzt 21 Bücher lesen. Also ich habe sozusagen schon viel mehr als das, was ich eigentlich lesen wollte, gelesen. Und habe dann auch sehr viel mitgenommen und sehr viel gelernt durch diese Bücher. Dann habe ich angefangen, um 5 Uhr morgens aufzustehen und eine gute Morgenroutine zu haben, was mein Leben total verändert und verbessert hat. Dann habe ich aufgeschrieben, dass ich den besten Geburtstag ever hatte, was vielleicht ein bisschen übertrieben klingt, aber ich hatte wirklich einen sehr, sehr schönen Tag an meinem Geburtstag. Ich habe da auch mitgevloggt, den Vlog findest du gerne in der Infobox verlinkt. Und es war einfach, ich glaube, einer der schönsten Geburtstage, die ich jemals hatte in meinem Leben, weil ich wirklich am Anfang klar kommuniziert habe, was ich mir wünsche. Und ich bin so eine Person, ich habe das sehr, sehr schwierig mit Geschenken, weil ich Minimalistin bin oder minimalistisch leben möchte. Und deswegen habe ich meinen Eltern sofort gesagt, ja, bitte schenk mir nur das und doch nichts mehr und so weiter. Ja, und es war generell einfach ein sehr, sehr schöner Tag mit wirklich persönlichen Geschenken, mit sehr, sehr schönen Momenten. Ich hatte auch eine koreanische Stunde, was sehr cool war. Und ja, war ein sehr, sehr schöner Tag für mich. Dann habe ich dieses Jahr meinen MSA geschrieben, meinen mittleren Schulabschluss, und habe den auch mit eigentlich sehr, sehr guten Noten bestanden, wofür ich sehr, ja, dankbar, weiß ich nicht, aber wofür ich sehr stolz bin auf jeden Fall, dass ich das so gut gemacht habe. Ja. Was ein schöner Moment war, aber auch ein Erfolg war, ist, dass wir jetzt anfangen, unserem Garten so einen Garten zu haben. Also wir pflanzen da jetzt Pflanzen. Oh mein Gott. Diese Erklärung. Und wir konnten da nämlich letzte Woche schon Karotten, Tomaten, Erdbeeren und Salat ernten, was super cool war und ich total begeistert davon bin. Ich wollte sowas irgendwie immer machen, aber wir haben nie so wirklich einen Garten angebaut. Und jetzt machen wir das aber und ja, ich freue mich darüber einfach sehr. Was ein weiterer Erfolg war, ist, dass ich jetzt einen Accountability Buddy habe, also ein sehr guter Freund von mir und ich sind jetzt Accountability Buddies und halten uns immer accountable mit den ganzen Sachen, die wir in unserem Leben machen wollen. Was das Ganze ist, ist ein bisschen schwierig zu erklären jetzt hier in ganz kurzen Zeilen und deswegen würde ich dich einfach mal zu diesem Video hier weiterleiten, wo ich das Ganze erklärt habe und genau dir Tipps gegeben habe und eine Erklärung gegeben habe und wo ich einfach ganz genau mal erzählt habe, was es ist und wie du auch eine Accountability bei dir haben kannst und wie das vor allem auch dein Leben verbessern kann. Also wir haben jetzt hier eine Seite mit sehr, sehr vielen tollen Dingen, die dieses Jahr schon passiert sind. Ich dachte mir, vielleicht wäre es auch mal gut, ein bisschen über die schlechten Dinge zu reflektieren und ich habe mir 3 Challenges aufgeschrieben, also 3 Dinge, die für mich dieses Jahr ein bisschen schwierig waren und die habe ich auf die andere Seite geschrieben und ich finde diesen Kontrast schon cool. So viel war gut und so viel war schlecht, beziehungsweise ich glaube, es war noch mehr schlecht, aber das sind wie gesagt die Challenges, die mich das ganze Jahr begleitet haben und die ich jetzt ein bisschen ändern möchte. Die erste Sache, die ich ein bisschen experienced,
erfahren habe dieses Jahr, waren, dass ich öfter mal so Mini-Down-Phasen hatte. Also es waren dann irgendwie so 3-4 Tage oder vielleicht auch eine Woche, in denen es mir nicht so gut ging. Es war eine Phase bei meinem MSA. Es war bei meiner Mathe-MSA-Prüfung. Da ging es zum Beispiel nicht so gut, weil ich so Stress davor hatte, diese Woche vor dem MSA, und mich so schlecht gefühlt habe deswegen. Und ich hatte das auch im Januar. Daraufhin habe ich ja dieses ganz kurze Glow-Up-Journal mit euch zusammen gemacht im Januar. Oder war das im Februar? Kann auch sein. Und ich hatte immer so wieder so Mini-Down-Phasen. Das war so ein bisschen eine Challenge für mich. Eine weitere Challenge ist jetzt vielleicht ein bisschen klein im Verhältnis zu dem ersten Punkt, aber das war einfach, dass ich total Probleme habe, damit Vokabeln zu lernen. Ich spreche dann ja selbst Koreanisch und Spanisch. Und ich habe einfach gemerkt, so Grammatik funktioniert ganz gut bei mir und ich komme noch sehr gut voran. Was mir wirklich fehlt, sind einfach Vokabeln. Und Vokabeln sind so wichtig beim Sprachenlernen. Nur irgendwie kann ich mir Vokabeln einfach nicht merken. Also ich lerne sie dann und kann sie dann noch so für eine Woche und dann habe ich sie einfach vergessen. Deswegen muss ich da auf jeden Fall noch ein besseres System entwickeln, wie ich mir bessere Vokabeln merken kann und vor allem auch, wie ich die öfter lerne, weil ich habe auch so keinen Bock, das zu lernen und mache es dann einfach mal nicht für eine Woche. Wenn man schon eine Woche aufhört, dann ist man eigentlich schon raus. Also ich persönlich bin dann zum Beispiel schon raus. Und das war so eine Challenge für mich, weil ich einfach mal dem Koreanisch lernen unbedingt vorankommen möchte. Aber das geht nun mal nicht, wenn ich nicht Vokabeln kann. Und das war so eine Challenge für mich. Die dritte Sache, die ich dieses Jahr ein bisschen schwierig fand, war mein YouTube-Kanal. Und zwar würde ich nicht sagen, dass das Videos rausbringen ein Problem war oder schwierig war. Aber ich habe gemerkt, dass mein Kanal sehr viel langsamer wächst als letztes Jahr zum Beispiel. Und ich denke, es gibt auf jeden Fall noch Dinge, die ich persönlich auch besser machen kann, um den Kanal hier schneller zu wachsen. Das möchte ich mir auf jeden Fall für die Sommerferien vornehmen und da vor allem sehr viel Arbeit noch in den Kanal und in euch vor allem hier reinzustecken. Schreibt mir bitte unbedingt Verbesserungsvorschläge in die Kommentare, falls es irgendwas gibt, was ihr findet, dass ich verbessern kann. Sei es jetzt irgendwie an meinem Video an sich, irgendwie wie ich das hier mache, an dem Audio, an dem Bild, an den Themen, an der Art, wie ich rede. Also falls es irgendwas gibt, was ich verbessern kann, schreibt mir unbedingt in die Kommentare. Und falls du das hier gerade siehst und meinen Kanal noch nicht abonniert hast und nicht in dieser Community bist, kannst du das sehr schnell auch sehr gerne ändern und einfach mal in unsere Community kommen, indem du einfach auf Abonnieren klickst und diesem Video einen Daumen nach oben gibst und vielleicht einen Kommentar schreibst. Die nächste Sache, die ich gemacht habe, ist, die verschiedenen Bereiche in meinem Leben zu reflektieren. Oh mein Gott, irgendwie ist Reflektieren mein Lieblingswort, oder? Ich sage das so oft. Was für mich in meinem Leben wichtig ist, ist YouTube. Dann habe ich generell die Kategorie Lernen gemacht, also so Persönlichkeitsentwicklung, Weiterbildung und sowas. Dann Beziehungen. Dann habe ich noch so Sport und Gesundheit und dann auch noch mentale Gesundheit aufgeschrieben. Ich hätte auch noch den Bereich Schule mit reinnehmen können, aber irgendwie gab es in der Schule nicht so viel, was ich hätte aufschreiben können, weil Schule keine Priorität ist. Nein, also Schule ist eine sehr wichtige Priorität für mich, aber ja, es gab nicht so viele Dinge, die irgendwie schlecht waren, auch nicht Dinge, die so extrem gut waren. Deswegen dachte ich mir, dass ich das einfach mal weglasse und mich wirklich nur auf diese 1, 2, 3, 4, 5, 5 wichtigen Bereiche meines Lebens konzentriere. Also ich würde dir raten, mal deine wichtigsten Bereiche deines Lebens aufzuschreiben und dann da einfach mal positive und negative Dinge, die dieses Jahr passiert sind, aufzuschreiben. Das Ganze sieht dann hier so aus und ich habe da einfach ein paar positive und negative Dinge aufgeschrieben und dann habe ich auch gleich zu den negativen Dingen aufgeschrieben, was ich daran ändern könnte. Beispielsweise habe ich ja bei der mentalen Gesundheit schon vorhin gesagt, dass ich ab und zu mal so keine Down-Phasen hatte, so für eine Woche oder so. Und habe ich einfach aufgeschrieben, dass ich voll gerne viel öfter so Affirmation und Meditation praktizieren würde. Und ich habe einfach gemerkt, wenn ich das mache, bin ich einfach ein viel ruhiger und ausgeglichener Mensch. Und vor allem auch Affirmationen helfen mir, ein gutes Mindset zu haben, um mich besser mit mir selbst zu fühlen. Und deswegen habe ich aufgeschrieben, dass ich das sehr, sehr gerne praktizieren würde, also regelmäßiger praktizieren würde, um da ein bisschen mir selbst auszuhelfen. Bei der Kategorie Lernen habe ich zum Beispiel auch beschrieben, dass ich Dinge, wenn ich sie lerne, sofort anwenden möchte. Beispielsweise guckst du ja gerade dieses Video hier. Und natürlich kannst du es einfach nur so gucken, aus Spaß, weil du gerne meine Videos anguckst oder so. Aber es bringt dir nur leider nicht so viel, wenn du dann daraus nichts machst, sozusagen. Beispielsweise lese ich ja sehr gerne so Persönlichkeitsentwicklungsbücher und das ist so total spannend und auch sehr schön zu lesen. Aber es hilft nun mal leider nicht so viel, wenn man nicht anfängt, diese Tipps auch anzuwenden. Und deswegen ist es auf jeden Fall ein Ziel für die nächsten 6 Monate für mich, also Dinge, wenn ich sie gelernt habe, sofort anwenden. Wenn wir jetzt die letzten 6 Monate reflektiert haben, geht es jetzt darum, die nächsten 6 Monate zu planen, um ein schönes, erfolgreiches, produktives, glückliches, schönes Ja zu haben. Und da habe ich auch eine kleine Übung für dich. Und zwar besteht die Übung darin, eine Checkliste zu schreiben für deinen schlechten Tag. Also was müsste passieren, damit ein Tag für dich schlecht ist? Wenn ich über einen schlechten Tag nachdenke, wäre vielleicht ein Tag für mich, dass ich zu spät aufstehe, nichts wirklich mache, keine To-Do-Liste habe, dass ich irgendwie keine sozialen Kontakte habe, mit keinem rede, dass ich mir keine Zeit für mich selbst nehme und dass ich nichts
leckeres esse beispielsweise. Und wir kennen ja alle diese Visualisierungsaufgaben, dass wir so sagen, ja, wir müssen uns mal unser perfektes Leben vorstellen. Und diese Übung, ich mache gerade meine Haare ein bisschen so zurück, weil es so heiß ist. Und diese Übung ist einfach eine Anti-Visualisierungsübung. Und diese Anti-Visualisierungsübung kann uns manchmal aber besser helfen als eine Visualisierungsübung, weil wir einfach so wissen, was wir nicht in unserem Leben haben wollen. Und davon können wir jetzt einfach das Gegenteil nehmen, einfach herausfinden, was wollen wir denn in unserem Leben und was würde uns dann vielleicht glücklich machen. Beispielsweise, wenn ich sage, mir geht es schlecht, wenn ich spät aufstehe, könnte ich daraus formulieren, ich möchte früh aufstehen, damit es mir dann besser geht. Das ist eine kleine Übung, die dir helfen könnte, die nächsten 6 Monate deines Lebens gut zu planen. Die nächste Idee wäre, dir nochmal deine Ziele anzugucken. Beispielsweise habe ich mir schon im Januar Ziele gesetzt, habe sie mir gestern nochmal angeguckt und musste leider feststellen, dass ich nicht alle diese Ziele erreicht habe und auch nicht alle noch relevant für mich sind. Und deswegen habe ich mir mal diese Ziele vorgenommen, sie ein bisschen überdacht und überlegt, ist es für mich noch relevant oder was könnte ich daraus noch verbessern? Und ich habe dann aus diesen alten Zielen und aus dieser Anti-Visualisierungsaufgabe 8 neue Ziele entworfen, von 3 für mich Priorität haben und ich diese 3 Ziele auf jeden Fall erreichen möchte. Dann habe ich das Jahr auch noch in die 6 Monate aufgeteilt. Also ich habe eine Grafik erstellt mit Juli, August, September, Oktober, November, Dezember und habe dann reingeschrieben, wann ich an welchem Ziel arbeiten kann. Wenn wir schon über das Thema Ziele setzen und Ziele erreichen reden, würde ich dir sehr empfehlen, meinen letzten Instagram-Post anzugucken, denn da habe ich über das Thema Ziele erreichen noch einmal geredet und habe gesagt, dass eigentlich Ziele an sich nicht so viel bringen. Und falls du wissen möchtest, was du machen kannst, um deine Ziele wirklich zu erreichen, würde ich dir wirklich empfehlen, diesen Post einmal durchzulesen. Ich hoffe, das Video hat dir vielleicht ein bisschen geholfen. Ich würde mich mega freuen, wenn du vielleicht mal in die Kommentare schreiben könntest, was du aus den ersten 6 Monaten dieses Jahres mitgenommen hast, was du gelernt hast. Wie gesagt, sind alle Videos noch in der Infobox verlinkt, die du dir jetzt auch angucken kannst, falls du dich für diese vorgeschlagenen Themen interessierst. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Hab noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.